Moin Moin, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu den Gameswelt Nachrichten. Ich bin der Piermin. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Vatertag, habt die freie Zeit ein bisschen genossen. Dann haben wir auch heute wieder für euch eine neue Folge Inside Coin, wie gewohnt, und natürlich auch wieder die Gameswelt Nachrichten, deswegen seid ihr ja auch hier. Temtem hat einen Release-Termin. Sony, so geht es in Zukunft weiter. Blood Bowl 3 erhält eine weitere Beta. Und The Cycle Frontier verlässt den Early Access. Wenn ihr auch nächste Woche die News nicht verpassen wollt und immer auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Temtem meldet sich nach anfänglichem Hype zurück. Der Pokémon-Konkurrent verlässt nämlich schon bald den Early Access. Entwickler Crema und Publisher Humble Games haben dem MMO-Aspiranten einen festen Release-Termin verpasst. Und zwar den 6. September für PlayStation 5 und den PC. Zu Release dürft ihr euch dann auf zahlreiche Neuerungen freuen. So werden unter anderem neue Seasons, ein Battle Pass, wöchentliche Quests sowie die Insel in ihrer finalen Form an den Start gehen. Im Indie-Titel könnt ihr dann eine Story-Kampagne erleben, wahlweise alleine oder mit Freunden zusammen, wofür ihr allerhand Kreaturen sammeln und zähmen könnt. CEO Jim Ryan ließ auf dem Business Segment Briefing 2022 durchblicken, wie es mit und bei Sony weitergeht. Die anhaltenden PS5-Lieferengpässe nehmen dabei eine Top-Priorität ein und mit mehreren neuen Lieferanten möchte das Unternehmen dem entgegentreten. Die PlayStation VR 2 soll mit mehr als 20 First- und Third-Party-Titel auf den Markt kommen. Bei den Firmenübernahmen sei man nach der Bungie-Akquisition auch noch nicht am Ende. Und bei den PlayStation Studios möchte man den Anteil an neuen Spielen erhöhen. Während 2019 lediglich 23% auf neue Marken und 77% auf bestehende Marken entfielen, wird 2025 50-50 angepeilt. Dabei soll auch der Anteil an Live-Service-Games erhöht werden. Ziel seien hier bis 2025 12 Live-Service-Marken zu veröffentlichen, die 55% der gesamten Investitionen beanspruchen. Zudem soll die PlayStation 4 wohl auch ab 2025 nicht mehr in den Genuss von First-Party-Titeln kommen. Das abgedrehte Sportspiel Blood Bowl geht in die dritte Runde. Entwickler Cyanide Studios und Publisher Narcon spendieren dem rundenbasierten Fantasy-Football-Spiel nun auch eine neue Beta. Diese geht im Zusammenhang mit dem Warhammer Skulls Festival an den Start. Heißt, ab dem 1. Juni könnt ihr euch bis zum 12. Juni wieder die Birne einhauen und versuchen, einen Touchdown zu erzielen. Die Beta läuft dabei allerdings nur auf dem PC. Freuen könnt ihr euch auf 6 spielbare Fraktionen, unter anderem die Schwarzorks, den Kaiserlichen Adel, die Elfenunion und die Zwerge, sowie 2 weitere, die davor noch nie da gewesen sind. Aber auch neue Spielfelder mit eigenen Regeln sind dabei. Anmelden könnt ihr euch ab sofort auf der entsprechenden Website. Vom Berliner Entwickler Jager Development bekommt ihr mit The Cycle Frontier einen neuen PvPvE-Extraction-Shooter. Nach einer großen Rundumerneuerung und 2 Beta-Tests erscheint das Free-to-Play-Spiel nun final. The Cycle Frontier wird dann am 8. Juni veröffentlicht für den PC via Steam und den Epic Game Store. Am 22. Juni startet dann auch schon die erste Season mit Gegenständen, Belohnungen und einem Season Pass. Begebt euch auf den Planeten Fortuna 3, sammelt wertvollen Loot, erledigt Quests, erwehrt euch der Flora und Fauna und anderen Spielern und schafft es im besten Fall auch noch lebend vom Planeten herunter. Das war's auch wieder mit den Gameswelt Nachrichten für heute. Schaut euch gerne die neueste Folge Inside Coin an, ist gerade brandfrisch für euch rausgekommen. Dann hören wir uns am Montag wieder, habt ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao!